Jetzt hat sogar dieser Lehrer noch bei uns angerufen und mir gesagt, dass sie immer diese Aussätze hat. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ich meine, ich habe ihr 100-mal gesagt, sie soll nicht andere Personen damit hineinziehen. Das kommt doch in den besten Familien mal vor, dass man sich in die Haare kriegt. Ich verstehe das nicht. Dieses Kind ist nicht meine Tochter. Ich habe mir oft ausgemalt, wie das wäre, wenn du nicht mehr da bist. Alles still. Ich habe dich so gehasst. Ich war ein Kind. Ich konnte das, was du gesagt hast, nirgendwo hin tun. Ich hab's alles aufgesogen, wie ein Schwamm. Das muss doch irgendwie medikamentös zu behandeln sein. Das ist doch nicht mehr normal. Bis ich still war. Und tot. Ich war tot. Die ganze Zeit. Dieses Kind ist nicht meine Tochter. Du würdest nicht hier sitzen und mir zuhören, wenn du was sagen könntest, oder? Und jedes Mal, wenn ich sie anspreche, guckt sie wie ein Fisch an die Decke. Das ist doch nicht normal. Darf ich Sie bitten, Lisa, um mich kurz alleine zu lassen? Magst du mir deine Zeichnung mal zeigen? Schöne große Augen hast du gemalt, lange Wimpern, eine tolle Frisur. Machst du dir die Zöpfe eigentlich selber? Mama schimpft immer, wenn ich Schraff mache. Schraff? Mhm. Und dann bindet sie mir die Haare ganz fest zurück. Nanu, die Lisa auf dem Bild hat ja gar keinen Mund. Weißt du denn schon, was du mal werden möchtest, wenn du groß bist? Geschichtenerzählerin. Oh, Geschichtenerzählerin. Das finde ich eine großartige Idee. Das wollte ich nämlich auch mal werden. Soll ich dir mal eine erzählen? Also, es war einmal eine Frau. Frau Morales. Sie hieß Sophia und sie war eine berühmte Sängerin. Können wir? Es hieß aber nicht, dass sie auch eine glückliche Person war. Weil nämlich sie und ihr Mann, sie liebten sich überhaupt gar nicht mehr. Ben, was soll denn das? Halt die Fresse. Wir haben eine Abmachung. Jetzt nicht mehr, Schätzchen. Pass auf, was du sagst. Er meint das nicht so. Was meine ich nicht so? Ben, reiß dich zusammen. Du hebst mein Telefon auf und rufst meinen Mann an. Ihr habt mich entführt. Und was ist wohl jetzt an der Reihe, Louis? Ihren Mann zu erpressen. Nein, du Idiot, das haben wir doch vorhin alles durchgespielt. Wir können sie doch noch einfach laufen lassen. Der Alte rückt die Kohle erst raus, wenn sie tot ist, verdammt nochmal. Wie kann man nur so sprunghaft sein? Ihr seid die zwei untauglichsten Entführer, die man sich nur vorstellen kann. Ich bestehe darauf, diesen Ort nicht eher zu verlassen, bevor mein Mann hier mit dem Lösegeld auftaucht. Und wenn jetzt irgendjemand noch irgendetwas dagegen einzuwenden hat, dann möge er jetzt sprechen. Wollen Sie nicht doch nochmal mit Ihrem Mann... Was hab ich? Ich will nicht, dass man sagt, dass wir Verträge nicht einhalten. Kacke. Mensch, Ben, lass uns abhauen. Diese eitle Sau da im Auto ist der Feind, Louis. Die Exekution des Feindes hat oberste Priorität. Hier wird die Polizei einschalten und dann haben wir den Salat. Bring's hinter dich. Söldner, brauchst du einfach mal harte Eier. Mein Fuß! Können Sie uns ins Krankenhaus fahren? Ich habe keinen Führerschein. Und so setzte sich Sophia, nachdem sie gerade fast erstickt wäre, an das Steuer ihres Wagens und brachte die beiden Entführer ins Krankenhaus. Anrufen. Mein Mann ist Arzt. Das ist aber eine komische Geschichte.